6 Minuten sind es noch. Ja, Wendy ist jetzt auch so ein bisschen abgetaucht. Wirkt unzufrieden mit ihren Nebenleuten. Gut gedacht, aber da war blind gespielt. Und Jennifer Kriegsmann am Kreis war nicht frei. Das war besser gespielt oder das Tor von Manja Kell. Und jetzt der angesprochene Wechsel von Joda Wenk und Jule Kluth. Glück gehabt von für Kerstin Felkel, schlechter Pass. Wir das Zeitspiel, das Voranzeigen. Habt ihr so eine Vorahnung? Ja, jetzt kommt es, genau. Das war unheimlich früh. Der Arm geht hoch, als Svenny den Ball hat. Und darf noch nicht mal mehr ein Pass spielen, stark halten. Und Anna Pörschel. Hält ihr eure Mannschaft noch ein wenig auf Kurs? Aber Kerstin Felkel hat überhaupt kein Schussglück. Bleibt weit unter ihren Möglichkeiten, glaube ich mal. Hat sie schon deutlich stärker gesehen und ich denke mal, sie kann es auch besser. Wieder gut verteidigt von Kinscher. Und wieder immer wieder so eine Hand am Ball. Und sie müssen jetzt Hände an den Ball bekommen. Wenn das hier noch was werden soll. Anne Pöschel erneut. Und jetzt müssen sie mal schnell spielen. Die haben die Abwehr ist noch nicht geordnet. Wenn die Künzel. Und das Tor. Jetzt sind der Treffer. Und jetzt 4-2-Deckung. Schröder geht jetzt auf Kroke. Aber es kommt ein wenig spät. Pöschel hat erneut den Ball. Und Künzel auf Kinscher. Und jetzt gibt es den Freiwurf. Das ist alles ein bisschen spät jetzt. Wir haben noch keine 3 Minuten mehr zu spielen. 5 Tore sind es. Und Felker scheitert erneut. Und wir blitzschnell vorne in der Frankfurter Angriff. Und diesmal der Treffer von Kelm. Der 9. Ja, bleibt klar, dass Frankfurt hier verdient die 2 Punkte, denke ich mal, aus Schwerin mitnimmt. Leider. War sicherlich mehr möglich, wenn man in der ersten Halbzeit etwas wacher, ein bisschen agiler gewesen wäre. Ja, man hat sich einen schlechten Zeitpunkt für dieses Spiel ausgesucht. Also von der Leistungsstand der Schweriner her. Ja, gut. Und man könnte fast schon sagen, man hat eine Schwarz-Gelb-Puppe jetzt mittlerweile bekommen. Ich hoffe, das wird jetzt keine Mannschaft mehr kommen, die in dieser Farbkonstellation gegen Schwerin spielen. Oh, da kann ich schon vorgreifen. Das Derby gegen die Mecklenburger SV. Die spielen dann in Schwarz-Gelb. Aber auch das Spiel war ja sehr, sehr schwierig, geschaltet von Schwerin. Ja, das war auch ein sehr, sehr schwieriges Spiel, das stimmt. Aber da ging es wahrscheinlich schon los mit dieser Phobie auf Schwarz-Gelb. Also ist da die letzte Möglichkeit, sich das Schwarz-Gelb-Syndrom nochmal von der Seele zu schießen. Ja, und da kann man ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, jetzt so 1,5 Minuten vor Schluss. Ne? Denn Frankfurt hat hier gar nicht vor, hier in Schwarz-Gelb zu spielen und waren aufgrund der Kluftzusammengehörigkeit von Schwerin und den Schiedsrichtern dazu gezwungen, in Gelb zu spielen. Und Jennifer Kriegsmann mit
dem 7 Meter, den sie rausholt. Und die 2 Minuten gegen Nusche. Schön in den Raum gestellt, schön die Abwehrspielerin ausgeblockt mit ihrem Körper. Bekommt dann den Ball und verwandelt sicher. Benni gibt ab zum 7 Meter Punkt an Kerstin Felkel. Ja, mal gucken, ob sie vom 7 Meter mehr Wurfglück hat als aus dem Feld. Ja. Ihr dritter Treffer. 26, 31, eine Minute noch zu spielen. Heute hat es halt daran gelegen, dass die Aufbaureihe von Schwerin nicht wirklich präsent war. Und dadurch dann natürlich auch kein Spielfluss zustande kam. Ich denke mal, das wird den ausschlagenden Punkt gegeben haben für Frankfurt, dass sie heute als Sieger vom Platz gehen. Zeitspiel angezeigt jetzt nochmal. Der Wurf ist weg und Felke berührt ihn noch. Dadurch wieder Ballbesitz für Frankfurt. Zeitspiel nicht aufgehoben. Und der Wurf ins Nächste. Jetzt haben wir noch 20 Sekunden. Komm, macht ihr noch, Mädels. Also nicht jetzt. Jule Kloth schaltet. 10 Sekunden haben wir noch, Ballbesitz Schwerin. Der Ball ist weg und das Spiel ist aus in diesem Moment. 31-26 gewinnt der Frankfurter HC. 2 bei SV Grünwald Schwerin. Verdiente Punkte gehen nach Frankfurt heute. Und damit lassen wir sie alleine mit den Impressionen hier zum Schluss des Spitzenspiels. Wir haben die Mannschaftsleistung, aber wir haben den Tor gemacht und ich glaube, das ist der Tor, den wir meistens machen. Also die Mannschaftsleistung, die wir meistens machen.
Alles Gute.